Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video befasse ich mich mit der unsymmetrischen Belastung, die in unseren Anlagen allgegenwärtig ist. Ich werde mich auch damit befassen, was das für den Neutralleiterquerschnitt bedeutet. Das Video befasst sich mit insgesamt 5 Punkten. Zuerst werde ich zeigen, dass die unsymmetrische Belastung tatsächlich allgegenwärtig ist in unseren Anlagen. Ich werde daraus eine Schlussfolgerung ableiten, die nicht wirklich stimmt, auf die man aber zunächst begründet kommen könnte, nämlich auf die Forderung, dass der Querschnitt eines Neutralleiters zu erhöhen ist. Ich werde dazu die Ströme bei symmetrischer Belastung betrachten und die Ströme bei unsymmetrischer Belastung. Aus diesen Betrachtungen heraus werde ich dann zeigen, dass der Querschnitt des Neutralleiters eben nicht besonders groß sein muss, so wie man das aus der Praxis ja auch kennt. Zunächst zu der Aussage, dass die unsymmetrische Belastung allgegenwärtig ist. Und zwar ist es ja so, dass wir zu Räumen wie diesem Raum in der Regel eine fünfadrige Leitung legen, also ein Drehstromsystem. Da das in den Anlagen sehr häufig der Fall ist, dass zu einzelnen Etagen natürlich die fünf Adern gezogen werden und zu einzelnen Räumen ebenfalls fünf Adern gezogen werden, sind Drehstromsysteme tatsächlich allgegenwärtig, wie das zum Beispiel auch in diesem Gymnastikraum der Fall ist. Das bedeutet, wir treffen dort folgende Installation an. Hinter R1, R2 und R3 befinden sich jeweils mehrere Verbraucher. Mit R1 sind alle Verbraucher gemeint, die an L1 und N parallel betrieben werden. Entsprechend sind mit R2 alle Verbraucher gemeint, die parallel an L2 und N betrieben sind. Entsprechendes gilt für R3. Es fließen nun drei Ströme. Der Strom I1 über den Außenleiter L1, I2 über L2 und I3 über L3. Und natürlich gibt es noch den Neutralleiterstrom, der aus der Anlage wieder abfließt. Der Hauptgrund dafür, dass man fünf Adern zu einem größeren Raum zieht, liegt natürlich darin, dass man dabei die Last der einzelnen Verbraucher auf die drei Außenleiter aufteilen kann. In älteren Anlagen war es so, dass man durch diese Aufteilung auch bei Lampen den sogenannten Stroboskop-Effekt mindern konnte, was tatsächlich sehr wichtig war. Bei modernen Lampen ist das in der Regel nicht mehr erforderlich. Wir haben nun also eine Situation, bei der R1, R2 und R3 je an 230 Volt betrieben werden. 400 Volt werden hier in diesem Beispiel nicht verwendet. Und trotzdem sind die Widerstände R1, R2 und R3 nicht parallel zueinander betrieben, sondern sie werden in einem Drehstromsystem betrieben. Ich kann tatsächlich hier nicht von einer Parallelschaltung sprechen, denn die drei Außenleiter L1, L2 und L3 weisen ja eine Phasenverschiebung von 120 Grad zueinander auf. Das ist in dieser Betrachtung ein sehr wichtiger Aspekt. Was bedeutet nun diese Phasenverschiebung der drei Außenleiter zueinander für den Querschnitt des Neutralleiters? Hier kann man tatsächlich begründet auf drei verschiedene Ansätze kommen. Die These 1, die ich hier nennen möchte, ist die, dass wenn die Außenleiter zum Beispiel je eine Querschnittsfläche von 1,5 Quadratmillimeter haben, der Neutralleiter somit mit der dreifachen Querschnittsfläche betrieben werden müsste, was in diesem Fall 4,5 Quadratmillimeter Querschnittsfläche bedeuten würde. Wie kommt man zu dieser Annahme? Diese Annahme ist tatsächlich zunächst recht naheliegend, denn da L1, L2 und L3 jeweils über die Verbraucher an den Neutralleiter angeschlossen sind, kann ich ja zunächst vermuten, dass sämtliche Ströme, die über L1, L2 und L3 in die Anlage fließen, über den Neutralleiter abfließen. In diesem Fall könnte ich nun annehmen, dass 10 Ampere plus 8 Ampere plus 5 Ampere hier zu einem Strom von 23 Ampere auf dem Neutralleiter führen könnten. Sind nun diese Leitungen jeweils mit 16 Ampere belastbar, weil entsprechende Sicherungen eingesetzt wurden und der Querschnitt entsprechend gewählt wurde, so würde das ja bedeuten, dass 48 Ampere über den Neutralleiter abfließen würden. Der müsste dann entsprechend einen Querschnitt von etwa 4,5 Quadratmillimeter Leitungsquerschnitt aufweisen, um dieser Belastung standzuhalten.
Tatsächlich stimmt diese These allerdings nicht, denn jeder Elektriker, selbst wenn er niemals über diese Fragestellung nachgedacht hat, weiß, dass das nicht stimmt. Denn es ist nicht so, dass in den Zuleitungen ein größerer Querschnitt für den Neutralleiter gewählt wird als für die Außenleiter. Die These 2 lautet, dass man auf den Neutralleiter ganz verzichten kann. Das ist gar nicht so unbegründet, wie es zunächst erscheint. In diesem Fall würde das allerdings zu einer Katastrophe führen, da diese drei Ströme verschieden sind, 10 Ampere, 8 Ampere und 5 Ampere. Es würde in diesem Fall zu einer sogenannten Sternpunktverschiebung kommen. Ich möchte hier auf ein entsprechendes Video hinweisen, das ich zu diesem Thema bereits angefertigt habe. Eine Sternpunktverschiebung bedeutet in der Anlage eine absolute Katastrophe, da sehr hohe Sachschäden und sogar Personenschäden dabei entstehen können. Sie sollten sich das Video zur Sternpunktverschiebung unbedingt ansehen, wenn Ihnen dieses Thema nicht vertraut ist. Die These 3, die man hier aufstellen kann, ist die, dass der Neutralleiter den gleichen Querschnitt haben muss wie die Außenleiter. Und tatsächlich werde ich jetzt zeigen, dass genau diese Aussage richtig ist. Die beiden ersten Thesen sind zu verwerfen. Jedem Elektriker ist tatsächlich klar, dass der Neutralleiter den gleichen Querschnitt hat wie denn auch die Außenleiter. Im Folgenden werde ich nun zeigen, warum das der Fall sein muss. Dazu schaue ich mir zunächst die Ströme bei symmetrischer Belastung an. Symmetrische Belastung bedeutet, dass die Ströme alle den gleichen Effektivwert haben. Ich werde das Ganze im Zeigerdiagramm veranschaulichen. Der Effektivwert schlägt sich dabei in der Länge der Zeiger nieder. Da ich hier von einer symmetrischen Belastung ausgehe, sind die Ströme alle gleich groß, sodass alle drei Zeiger gleich lang sein müssen. Da nun die Ströme eine Phasenverschiebung von 120 Grad zueinander aufweisen, sind diese Zeiger um 120 Grad zueinander versetzt. Wir sehen somit hier das Zeigerdiagramm der drei Ströme I1, I2, I3 bei symmetrischer Belastung. Da nun die drei Ströme I1, I2 und I3 sich zum Neutralleiterstrom IN addieren, heißt das für das Zeigerdiagramm, dass sich die drei Zeiger hintereinander hängen muss. Ich möchte an dieser Stelle auf ein entsprechendes Video hinweisen, in dem ich diesen Vorgang schon mal genauer erklärt habe. In einem weiteren Video habe ich auch gezeigt, wie man den Neutralleiterstrom mit Hilfe eines Taschenrechners relativ leicht berechnen kann. Nun aber zurück zum Zeigerdiagramm. Um die Addition durchzuführen, müssen die Zeiger hintereinander gehängt werden. I1 habe ich in seiner Position belassen. I2 habe ich so verschoben, dass I2 hinter I1 hängt. Und I3 habe ich so verschoben, dass I3 hinter I2 hängt. Wir sehen also hier, dass die drei Zeiger hintereinander hängen. Das entspricht einer Addition. Das Zeigerdiagramm verwirklicht dadurch, dass die Zeiger zueinander verschoben sind, eine Berücksichtigung der Phasenverschiebung, die diese Ströme zueinander haben. Es sind also nicht nur die Längen und damit die Werte der Ströme entscheidend, sondern auch deren Phasenlage. Den Neutralleiterstrom kann ich nun als resultierende ablesen, und zwar beginnt bei dem Anfang dieser Struktur, also dort, wo es mit I1 losgeht, und endet am Ende dieser Struktur, dort, wo I3 aufhört. Beide liegen aber nun genau aufeinander, und das bedeutet für den Neutralleiterstrom, dass sein Wert bei symmetrischer Belastung 0 Ampere beträgt. Aus der Praxis kennen Sie diesen Fall schon, denn Drehstrommotoren werden in aller Regel mit einer vieradrigen Leitung mit L1, L2, L3 und dem Schutzleiter betrieben, jedoch nicht mit dem Neutralleiter. Das liegt daran, dass Drehstrommotoren so konstruiert sind, dass sie mit absoluter Sicherheit eine symmetrische Belastung für das Netz darstellen. Und daher kann ich auf den Neutralleiter in der Zuleitung verzichten. Mal ganz davon abgesehen, dass es keinen Sinn macht, den mitzuziehen, denn wenn ich den Motor im Dreieck betreibe, gibt es gar keinen Anschlusspunkt für den Neutralleiter. Es wird also nicht mal eine Möglichkeit geben, den anzuklemmen.
Die unsymmetrische Belastung, die ja oben im Bild dargestellt war, bei der eben nicht die drei Ströme I1, I2 und I3 den gleichen Wert haben, spiegelt sich im Zeigerdiagramm so wider, dass die Zeiger eine unterschiedliche Länge haben. Ich gehe in diesem Fall allerdings voraus, dass die Phasenverschiebung von 120 Grad zueinander erhalten bleibt. Und das ist in den meisten Fällen in der Praxis tatsächlich auch der Fall. Nun kann ich wieder diese drei Ströme, I1, I2 und I3, dadurch, dass ich sie aneinander hänge, zum Neutralleiterstrom aufaddieren. I1 ist in der alten Position geblieben, I2 ist an das Ende von I1 gehängt worden, I3 an das Ende von I2 und als Resultierende sehen wir hier den Neutralleiterstrom. Er beginnt an der Struktur, die aus I1, I2 und I3 besteht und endet an deren Ende. Der Neutralleiterstrom kann nun durch Abmessen und durch Auswerten des entsprechenden Maßstabes in diesem Zeigerdiagramm berechnet werden. Ich komme hier auf einen Strom von 4,37 Ampere. Ich habe dabei die Werte aus dem obigen Beispiel genommen. I1 hatte dabei 10 Ampere, I2 8 Ampere und I3 5 Ampere. 10 Ampere plus 8 Ampere plus 5 Ampere ergeben in diesem Fall auf dem Neutralleiter einen Strom von 4,37 Ampere, der in diesem Zusammenhang gern auch als Ausgleichsstrom bezeichnet wird. Weniger wichtig für die Praxis ist, dass man hierbei auch noch den Phasenverschiebungswinkel zur Nulllage, die ich hier bei I1 angenommen habe, ablesen kann. Das wären in diesem Fall 36,6 Grad. Das Zeigerdiagramm zeigt aber nun auch, dass die Länge des Zeigers für IN maximal so lang werden kann, wie ein einzelner Zeiger von I1, I2 oder I3. Sobald zu I1 noch ein weiterer Strom hinzukommt, bedeutet das für IN, dass er kleiner sein wird als zuvor in dem Fall, wo ich nun annehme, dass nur ein Strom über I1 in die Anlage fließt. Und das bedeutet nun tatsächlich, dass der Neutralleiter keinen größeren Strom annehmen kann, als er denn auf den Außenleitern fließt. Und das wiederum bedeutet natürlich auch, dass der Neutralleiter keinen größeren Querschnitt benötigt, als denn die Außenleiter. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen klar machen, warum der Neutralleiter eben den gleichen Querschnitt haben muss wie der Außenleiter. Ich weise nochmal auf die hohen Schäden hin, die bei einer Neutralleiterunterbrechung auftreten können, beziehungsweise dann, wenn man es gar keinen verwendet, dann erhalten wir die sogenannte Sternpunktverschiebung, die eben sehr hohe Sachschäden nach sich zieht. Der Querschnitt des Neutralleiters muss genauso groß sein wie der Querschnitt der Außenleiter. Das ist das Fazit dieses Videos. Ein Fall, den Sie aus der Praxis wahrscheinlich schon gut kennen und über den Sie möglicherweise noch gar nicht so genau nachgedacht haben. Ja, ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.